Manchmal ist das Leben wie in einem Märchen. Und man findet ganz plötzlich den einen Weggefährten, der das Leben erst lebenswert macht. Das müssen sich Klaus und Klaus gesagt haben, als sie im Dezember 2014 durch einen Zufall aufeinander trafen. Sie teilen nicht nur den gleichen Vornamen und sehen sich bis auf feinste Unterschiede verblüffend ähnlich, sie teilen auch das Schicksal einer Krankheit, die es ihnen verbietet, mit heißen Miezen und anderen coolen Katern um die Häuser zu ziehen. Beide haben den auf Samtpfoten, nicht auf Menschen, übertragbaren Katzen-AIDS-Virus. Das gemeinsame Schicksal schweißte die beiden aneinander und machte sie zu ziemlich besten Freunden. Und so beschlossen Klaus und Klaus kurzerhand in eine WG zusammenzuziehen. Hier feilen die beiden seither an ihrer Karriere. Denn Klaus 2 plant aufgrund seiner enormen Gesangskünste ganz groß im Schlagerbusiness rauszukommen. Der eher ruhige, aber bestimmte Klaus 1 unterstützt ihn dabei als Manager aus dem Hintergrund. Zu einem Happy End des Kläuse-Märchens fehlt jetzt nur noch eine größere Wohnung, menschliche Groupies und natürlich ein Nummer 1-Hit. Also wenn man sich diese Katze nach Hause holt, muss man halt nur auf die Krankheitsanzeichen achten, ob sie vielleicht ruhiger werden. Allgemein beobachtet man Sanitäre ja sowieso. Generell Normalfutter hat man keine Mehrkosten mit solchen Tieren. Also mit gesunden Katzen sollte man die erkrankten Katzen, wo das positiv getestet worden ist, nicht zusammenlassen. Für Menschen ist es ungefährlich, ist nicht ansteckend.